Hey, Jill! Jill Valentine. Unglaublich. Die Queen Zenobia. Dass das Ding überhaupt noch läuft? Bring uns herum. Wir müssen an Bord kommen. Queen Zombobia. Damit heiße ich euch herzlich willkommen beim neuen Let's Play Resident Evil Revelations. Eine neue Reise ins Zombie-Abenteuer von Resident Evil. Es sind 94 Minuten, seit Chris und Jessica nicht mehr auf dem Radar sind. Aber laut Interpolation der letzten Koordinaten sind sie... genau hier auf diesem Schiff. Okay. Unsere erste Mission. Wir suchen offenbar Chris. Nach Chris suchen. Okay. Oh, das sieht aber besser aus, als ich dachte. Das ist ja eigentlich eine Nintendo DS-Umsetzung. Ist aber nice. So, und ich muss mal eben ganz kurz was gucken. Zum Anfang dieses Let's Plays. Wir haben nämlich im Menü Shooter oder klassisch. Da muss ich nochmal ganz kurz gucken, was jetzt die klassische Steuerung bedeutet. So. Klassische Steuerung. Ach so. Okay, das ist eine Sache mit dem Controller, dass man direkt nach links und rechts läuft. So wie ich das hier sehe. Aber da können wir ruhig die neue Steuerung nehmen. Das hatten wir auch schon bei Resident Evil 1. Der ein oder andere erinnert sich bestimmt. So, dann können wir nämlich hier direkt nach links und nach rechts laufen. Okay. Gefällt mir schon ganz gut. Gefiel mir auch in Resident Evil 1 ganz gut. So, wen haben wir denn hier? Ein Kollege vom Bravo Team oder vom Alpha Team? Ich weiß es nicht. Ja, alles super. Aber wer weiß, wie lange noch. Das klingt gar nicht gut. Okay. Ja, das sieht aus wie eine Glocke, ne? Ob das gut klingt oder nicht, will ich jetzt gar nicht unterstreichen. So, Freunde, und ihr habt ja längere Zeit jetzt drauf gewartet. Weg damit! Und jetzt geht's endlich weiter mit Resident Evil. Bevor Resident Evil Zero das Remake kommt, habe ich gedacht, zocken wir doch nochmal Revelations hier. Es ist schon eine Weile verlassen. Ja, sieht echt so aus. Der ganze Boden und alles. Wow, was ist das denn? Looks like Zombie im Ventilatorschacht. Die Mannschaft ist tot. Wie ist das passiert? Wenn jemand das weiß, dann du, Jill. Ich weiß jetzt gerade nicht chronologisch, zu welcher Zeit das hier spielt. Das muss auf jeden Fall, ich glaube, nach Resident Evil 4 spielen. Vor Resident Evil 5, glaube ich. Ich weiß es aber nicht genau. Wenn das jemand weiß, bitte einmal mitteilen. Es riecht nach Verwesung. Ja, das stinkt, ey. Das stinkt zum Himmel. So. So, wir haben hier eine Waffe. Wir sind mit einer Waffe ausgerüstet. Keine Lebenszeichen, aber irgendetwas ist hier. Okay, hier Select. Einmal kurz das Menü zeigen. RB, Munitionstypen haben wir hier. Pistolenmunition. Schlüsselobjekte. Handbuch mit Grundwissen über das Spiel. Pah, das bringen wir uns alles selber bei. Und hier die Karte. Gegenwärtig der blaue Punkt. Ziel. Waffenkiste, okay. Alles klar. So, weiter geht's. Da, wir haben rechts oben eine Karte. Wow! Was ist das? Was ist los? Ich glaube nicht, dass wir allein sind. Ja, das sah mir gerade noch relativ lebendig aus.
Ich dachte, die ganze Crew ist tot. Was ist hier los? Oh Mann, die gute Jill, was sie schon alles durchgemacht hat hier, ne? Und jetzt geht es wieder weiter hier, Freunde. Wow! Scheiße! Muss mal ganz kurz hier lauter machen, eine Sekunde. So, das muss ja auch richtig schön dröhnen auf den Ohren, damit man sich auch schön erschreckt. Scheiße, Blut! Da tropft Blut aus den Rohren! Boah. Der muss auch eine Art Virus irgendwie in sich haben. Guck dir das an. Sein Arm. So eine Mutation habe ich doch nie gesehen. Okay, was haben wir hier? Ein Fahrstuhl? Kein Strom. Also auch kein Aufzug für uns. Deutsche Synchro hier. Können natürlich auf Englisch umstellen, aber ich lasse es einfach mal auf Deutsch. Okay. So, warte, eine Sekunde. Achso, schnell umdrehen ist hier, ne? Genau. Zack. So. Hier ist anvisieren. Alles klar. Wollen wir da jetzt runterspringen oder was? Funktioniert nicht. Oh, hier, Messer. Nahkampf. Alles klar. Wow. Scheiße. Ganz ruhig, ganz vorsichtig. Das Ganze spielt offenbar auf einem Schiff hier. Die Queen Zombie. Zombovia. Passend zu Resident Evil. Scheiße, was ist da oben? Was ist das, irgendwas Todbringendes? Ah, geil, eine grüne Pflanze. Plus eins grünes Kraut. Plus eins gar nichts. Was haben wir hier? Achso. So, weiter geht's hier. So alt ist das Spiel auch noch gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht aus welchem Jahr, aber es ist auch gerade erst ein paar Jahre alt. Wow, 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 wow. Ganz ruhig bleiben, Freunde. Hier ist der Kammerjäger. Hier läuft der Strom noch. Okay, was für ein Zufall. Können wir uns mal hier einen Kaffee holen? Oh, ich hab so einen Durst, ey. Boah. So, was ist hier los? Weiter, weiter, weiter. Hier ist nichts mehr. Das Schiffsregister. Es wurde nach einer Königin benannt. Ich verstehe. So, dann lass uns mal hier weitergehen. Ah, hier ist noch ein Schrank. Die Schränke nehmen wir natürlich immer mit. Okay. Pistolmunition gefunden. Boah, stinkt hier drin, ey. Die arme Jill. Muss ich immer solchen Gerüchen hier reinziehen. Was denn? Parker, hilf mir hier mal. Klar, kein Problem. Parker also. Ich hab da was. Glaube eine Waffe. Und jetzt? Warte mal kurz. Boah. Es ist also nicht Chris. Oh oh. Hinter dir, Jill. Scheiße, Mann. Wow! Wow! Headshot! Lauf, lauf, lauf! Warte mal, wie rennt man denn hier? Ah, hier ist Nachladen, okay. Komm schon. Der ist down, oder? Das hatten wir.
erklärt dann auch unser vermisstes Team. Das ist nicht gut. Wo bist du, Chris? Das ist wahrlich nicht gut. Das hat die Jill richtig erkannt. Resident Evil Revelations. Episode 1. In die Tiefe. Die Tiefen des Abyss. Das ist also die erste Episode. Dieses Spiel scheint wohl in Episoden aufgeteilt zu sein. Weiter geht's. Na, da haben wir jetzt geschafft hier. Das war natürlich sehr schwer. Oh, was haben wir hier? Eine Werbung. Na, kann man sich immer ganz kurz die News angucken zwischendurch. Ist doch kein Problem. An dieser sonnigen, idyllischen Mittelmeerküste stand einst eines der weltgrößten Bauwerke. Es dauerte ganze 11 Jahre, die erste Wasserstadt der Welt zu errichten, die schwimmende Stadt Terra Grigia. Eine nachhaltige Metropole, versorgt über eine große Solarenergiematrix, ausgestattet mit den modernsten Biotechnologien. Noch nie zuvor wurde Solarenergie zur Versorgung einer ganzen Stadt eingesetzt. Aber 2004 hat Veltro, eine terroristische Vereinigung, gegen die aufstrebende Stadt einen Bioangriff gestartet. Sie setzten einen Virus frei und etliche Kreaturen, bekannt als BOWs. Diese Kreaturen jagten wild durch die abgeschottete Stadt und infizierten die Bewohner. Die FBC, die führende Anti-Bioterror-Organisation unter der Leitung der Vereinigten Staaten, wurde hergerufen, um den Angriff einzudämmen. Die BSAA, eine Anti-Bioterror-Organisation, die unabhängig von der Regierung operiert, schaltete sich als Beobachter ein, um die FBC zu unterstützen. Entschlossenes, schnelles Handeln war vonnöten. Und so gab das örtliche Hauptquartier den Befehl, die Solarenergie-Matrix der Stadt gegen sich selbst zu richten. Das Chaos und die anschließende Zerstörung wurden bekannt als Terra Grigia-Panik. Nach diesem Vorfall verkündete die FBC, dass die terroristische Vereinigung namens Veltro erfolgreich zerschlagen sei. Wir haben jetzt 2005. Das ist fast ein ganzes Jahr nach dem Vorfall. Aber, wie man sieht, ist die verlorene Stadt Terra Grigia noch immer unzugänglich. Ein schweigendes, kraftvolles Symbol für die Bedrohung der Menschen durch den Bioterror auf der ganzen Welt. Krass. Sind wir jetzt etwa in dieser Stadt? Terra Grigia? BSAA Agent. Ah, da seid ihr ja. O'Brien. Auch mal wieder mit von der Partie? Tja, mein Arzt hat mir Bewegung verschrieben. Ihr wisst wahrscheinlich, dass die FBC das gesamte Gebiet abgesperrt hat. Aber in den letzten paar Wochen sind einige merkwürdige Kadaver angespült worden. Das konnte die FBC vermutlich nicht einfach totschweigen, ne? Jeder, der weiß, was hier passiert ist, kann eins und eins zusammenzählen. Genau deswegen habe ich die BSAA zur Untersuchung hingeschickt. Habt ihr schon eure neue Ausrüstung von Quint bekommen? Die Genesis oder so. Jeder weiß sie doch, oder? Du hast es nicht für nötig gehalten, die Anleitung zu lesen. Nein, aber ich habe sie dabei. Man kann ja nicht wissen. Ich hoffe, du kannst schnell lesen. Denn du wirst sie bei der Mission brauchen. Ja, ja. Tada! Genesis, eine neue Waffe. Okay, wenn Feinde straucheln, Nahkampf. Genesis Handbuch, gucken wir mal. Der Spitzname eines hochmodernen Bioscanners, der zurzeit von Global Pharmaceutical Consortiums getestet wird. Er scannt das Ziel mit einer speziellen Synchrotron-Strahlung. Die Ergebnisse nutzt er anschließend zur Analyse. Virenanalyse. Auch kleinste Virenmengen können entdeckt und analysiert werden. Impfstoffherstellung. Version 1.0.4 ermöglichte es erstmals, einfache Impfstoffe auf Basis der Virusanalyse herzustellen.
Aufspüren. Mithilfe der Synchrotronstrahlung kann man auch bestimmte Gegenstände aufspüren. Die Daten für Munition, Heilkräuter und so weiter sind im internen Speicher für weitere Tests hinterlegt. Wenn sich ein entsprechendes Objekt in der Nähe befindet, leuchtet der Bildschirm in der unteren Recke auf. Jo. Das ist die kurze Version für rechte Ecke. Recke. So. Okay, jetzt haben wir also dieses Modul hier, dieses Genesis-Modul. Scheiße, wo sind wir hier? Sind wir etwa... Mal kurze Frage, diese Stadt, dass sie jetzt hier gerade da weggesprengt wurde, ist das irgendwie eine Side-Mission, die man irgendwo mal spielen konnte, oder ist das jetzt hier nur story-relevant? Ah, einfach widerlich. Die sind alle verwest. Ja, ich weiß, Mann, ey. Richtig scheiße, aber da kann man nichts machen. Aber ich denke mal, das ist hier nur innerhalb von Revelations, diese Story, oder? Okay. Bisschen Munition, ey, geil. Was ist das? So bleiche Haut. Das habe ich noch nie gesehen. Erfass die Daten mit dem Genesis. Okay, dann wollen wir mal. Genesis ausrüsten. Okay. So, was haben wir hier? Verfolgung, 0%. Okay. Das Genesis braucht eine ausreichend große Probe, um genaue Daten zu liefern. Scannt die Kadaver am Strand und sendet mir die Daten. Machen wir. 100%ige Analyse erstellen, kein Problem. Sieh dir das an. Da ist etwas. Da ist was drin. Aber was? Vorsichtig. Keine Sorge, das habe ich schon mal gemacht. Riesige Fleischklöpse. Mann, bist du hässlich. Ich hab da was. I got it.